Wenn man ihn nicht erfasst hat oder wahrgenommen hat, ich bin Sung Chong. Joshua Sung Chong. Sung Chong. Soll ich mir mal Power geben, Mann? Wie ich das mache, wenn ich hier mich ausstrahle, hier. Hab's gesehen, Mann. Das ist Power, meine Freunde, das ist Power. So. Was ich euch heute mitteilen will, Thema, ja, es ist sozusagen ein, ich lege einfach los. Ich habe eine E-Mail von meinem Joe Bro bekommen und von der lieben, wie hieß denn das nun mal? Freunde, das heißt Schöpfer kreativ. Schöpfer kreativ. Ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Schöpfer kreativ. Kreativa Humana Internationale. Ich schreibe das vielleicht in der Beschreibung noch, in der Videobeschreibung unten. Die Freunde, Mann. Die hat's geblickt. Die hat's echt geblickt. Wir leben ja in keiner Matrix. Wir leben in keiner Matrix. Oder wir müssen uns gar nicht programmieren, weil wir gar nicht programmiert sind. Schon mal mit diesen Gedanken angefreundet? Freunde? Habt ihr schon mal den Gedanken angenommen oder tragt ihr den Gedanken? Ist das hier überhaupt eine Matrix? Ja, ich bin doch in keiner Matrix. Oder muss ich mich entprogrammieren? Ich bin doch gar nicht programmiert. Macht's Klick, Freunde. Der Gedanke. Habt ihr schon mal diesen Gedanken mal gedacht? Zu Ende gedacht? Was ist, wenn ich mir einfach nur ausdenken kann, dass es keine Matrix ist? Darf ich doch, oder? Oder dass ich überhaupt nicht programmiert bin? Darf ich doch denken, oder? Und was passiert, wenn man das denkt? Dann ist man das doch gleichzeitig. Weil der Gedanke wird zur Realität. Was ihr denkt, zu dem wird ihr sofort. Sofort. Ich habe euch schon mal gesagt, damals war es nicht so, wenn man was gedacht hat, ist es nicht zur Realität geworden. Hat die Realität nicht sich dadurch gestalten lassen. Jetzt sind wir so weit, dass nur allein der Gedanke, den ihr in euch trägt, tagtäglich, Tag ein, Tag aus, Stunden, minutenweise, sekundenweise, dass das zur Realität wird, zu eurer eigenen. Ihr nimmt so wahr, ihr denkt so, ihr handelt so, ihr sieht es so, was aber nicht ist, sondern nur im Kopf ist. Euer Gedanke wird zur Realität. Durch allen Facetten. Ich habe euch gesagt, der Gedanke erschafft. Das heißt nichts anderes, wenn ihr einen Gedanken in euch trägt, tragt, mitnehmt, mit euch. Nehmen wir mal an, als Beispiel. Tragt den Gedanken, alles sind Dämonen. Alles ist böse. Alles ist schlecht. Trägt ihr diesen Gedanken mit euch? Was passiert mit euch? Ihr handelt dementsprechend auch so. Ihr denkt, ihr spricht und handelt so in allen Facetten in eurem Leben. Wenn ich sage, die Welt ist schlecht, dann sehe ich zuerst die Welt schlecht, weil ich ja so denke, dass die Welt schlecht sei, dass sie aber nicht ist. Das denkt ihr. Da ihr aber jetzt denkt, und gleichzeitig so wahrnimmt und sieht, die Welt ist schlecht, weil ihr den Gedanken in euch trägt, dass die Welt schlecht sei, werdet ihr auch so sprechen, dass die Welt grausam, schlecht, scheiße sei. Ihr redet, ihr spuckt, ihr kotzt. Ihr gebt euren Gedanken, den ihr euch selber eingepflanzt habt, kann man sagen, selbst programmiert, aber ihr seid nicht programmiert. Ihr seid nur Gedanken, die das in ausdrücken. In Form bringen. Nur Gedanken. Ihr seid Gedanken, die es in Form bringen. Ihr seid Atome. Ihr seid Energie. Ihr seid potenzielle Energien, die zu allem werden können. Deswegen ist es so achtsam, so ratsam, entscheidend, dass ihr eure Gedanken selber kennt, wisst, um welche ihr in euch tragen wollt,
mitnehmen wollt, festhalten wollt. Entweder was euch weiterbringt oder was euch nicht weiterbringt. Ich entscheide mich immer für die bedingungslose, grenzenlose Liebe, wo es alles mit dabei ist. Das trage ich schon seit ich denken kann, trage ich das in mir. Das hat mich bis zu diesem Moment geführt. Um nochmal zurückzukommen. Wenn man schlecht denkt, schlecht spricht, Gedanken, Worte, Taten. Das ist die Schrittweise. Das ist dieser Schritt für Schritt. Ihr habt das Gedanken, ihr denkt, sieht alles jetzt so. Jetzt fängt ihr an, das rauszuspucken, es in Wort zu bringen, in Worten zu bringen. Die Welt ist schlecht. Ganz einfach gerade, die Welt ist schlecht. Ihr sagt es zu jemandem, der naiv ist, ja, es wahrnimmt, es sieht, da nörgelt einer, da beschwert sich einer, dass die Welt schlecht sei. Was passiert? Der andere, der den Glauben schenkt, erhält den Gedanken des anderen, dass die Welt schlecht sei, den Gedanken. Durch die Sprache hat man einen Gedanken erzeugt für den anderen. Verstehe? Der Denkende, der seinen Gedanken ausspricht, dass die Welt schlecht sei, und jemand nimmt es wahr, Kommunikation, zwei Menschen treffen sich beieinander, einer sagt, die Welt ist schlecht. Er redet darüber, wie alles so. Der andere nimmt es wahr. Wenn er es einfach naiv annimmt, kann es sein, dass schon ein Gedanke in ihm eingepflanzt wurde von dem Sprechenden. Ja? Und so weiter und so fort. Der Denkende spricht es aus, bis man es in die Handlung bringt, in die Tat bringt. Im Sinne, man hat darüber gesprochen, jetzt baut man was auf, ja? Tut man einen Standort errichten und produziert ein Konzept, ein Konstrukt, das aufzeigt, dass die Welt schlecht sei, das sie aber nicht ist. Derjenige, der nur noch darüber gesprochen hat, tut es jetzt präsentieren durch all seinen Facetten, durch all sein Leben, durch Manuskripte, Skripts, Bücher, Materialismus, Lehren, alles Mögliche. Er bringt es alles raus, er hat nicht mehr nur noch darüber gesprochen. Er expandiert, er erweitert sich, er bringt es in die Tat, er bringt die Negativität, dass die Welt schlecht sei, bringt er in Form. Um sich herum, alles. Alles, was in seinem Bereich umher eingeschlossen wird, wird mit seiner Schlechthaftigkeit eingefangen. Und diejenigen, die nicht stark genug sind, das zu erkennen, werden das annehmen, was derjenige in Gedanken, Worten und Taten in Ausdruck gebracht hat, in Form gebracht hat. Diejenigen, die nicht stark genug sind, werden dasselbe sehen, dasselbe empfinden, dasselbe glauben, was der mächtige Gedanke eines ursprünglichen Gedanken bewirken kann. Was heißt das? Der Erste, der das Gedanken gepflanzt hat, sich selber, dass die Welt schlecht sei, eine Matrix, dass man sich entprogrammieren müsste, wobei man nicht programmiert ist, Freunde, und da ist keine Matrix. Das ist alles nur im Kopf. Alles nur im Kopf. Aber derjenige, der dieses Gedanken sich selber eingepflanzt hat, ist der starke Gedanke. Das ist die Wurzel allen Übels. Dieser eine Kopf, dieser eine Führer. Versteht ihr? Die anderen sind nur Handlanger, Abkömmlinge. Die sind nicht so stark wie der eine Kopf. Schlage der Schlange den Kopf, heißt es doch. Ihr müsst nichts. Ich habe nichts gegen Schlangen, Freunde. Überhaupt nichts. Das ist nur eine Redewendung. Aber steht, ihr müsst den Kopf, der diese Gedanken in sich trägt, der muss Einhalt geboten werden. Einhalt geboten werden. Der ist die Wurzel. Wenn man die Wurzel herauszieht, dann wird alles andere wieder aufgeklärt. Die Wurzel muss entzogen werden. Somit wachen die anderen auf.
weil die anderen schon drin gefangen sind. In der Wurzelhaftigkeit der Wurzel sind die mit den Fühlern der Wurzeln des mächtigen Gedanken, dass die Welt Matrix sei, schlecht sei, alles entprogrammiert werden soll, eingefangen. Die wurden umschlungen. Von seiner, deren, von dem Führer wurden sie eingefangen. Mit seinen Tentakel. Seinen Tentakel. Wie Dorn, also nicht wie Dorn. Seine Tentakel. Umschlungen. Der ernährt sich davon. Ein Parasit, ein Virus, eine Wurzel, die nicht wohlgesonnen ist, sondern nur die Kräfte entzieht der anderen schönen Pflanzen, entzieht er die Kraft und sperrt sie ein. Es ist die Folge. Es ist vorhersehbar. Wenn man das aber einmal erkannt hat, dass ich mir denken kann, hey, warte mal. Warum muss ich mich entprogrammieren? Wozu denn auch? Da ist nichts. Das bin nur ich. Ich bin doch, da ist doch nur ich und andere. Versteht ihr, was ich meine? Welchen Gedanken ihr in euch trägt, mitnehmt, der wird zur Realität in irgendeiner Art und Weise. Ihr denkt, ihr spricht, ihr handelt so. Ihr denkt, ihr spricht, ihr handelt so. In allen Facetten des Lebens. So ist der Gedankenprozess, so ist der Prozess der Realitätsgestaltung, der Wirklichkeitsgestaltung. Da ist keine Kunst, da ist kein Geheimnis, nichts. Das ist, du denkst, du sprichst, du willst es, du machst es. Du willst diesen Gedanken erfüllen, in Ausdruck bringen. Du sprichst darüber mit Überzeugung und durch deine Überzeugung, durch deine Sprache, durch deine Wortwahl, durch deine Wörter, durch deinen Willen bringst du sie in Ausdrucksform im Sinne von Taten. Du schreibst ein Buch, du bist Schreiner, du machst Möbel, Mobiliar, programmierst eine Sprache oder programmierst du irgendeine Software, erstellst irgendein Konzept, ein Konstrukt, ein Kunstwerk, ein Gemälde, eine Skulptur. Bringst den Gedanken zum Ausdruck. Natürlich muss man nicht unbedingt sprechen. Man kann es einfach denken und dann tun. Einfach in die Handlung bringen. Dann steht, muss man nicht darüber reden, sage ich mal so. Aber ihr redet es ja euch selber ein. Ich will das. Ich will diesen Gedanken erfüllen. Ihr redet da mit euch. Ihr redet das nicht mit anderen. Ihr gebt es nicht anderen weiter. Ihr gebt es nur, ihr bleibt nur bei euch und dann drückt es halt in Handlung, in Taten um. Damit fällt die Sprache in dem Sinne für den anderen, der es vernehmen könnte, weg. Ihr spricht es halt zu euch. Sonst könnt ihr es ja gar nicht in die Tat umsetzen. Dann werdet ihr ja gedankenlos. Na, das wollte ich noch euch geben. Das hört natürlich sehr, sehr neutral an, Freunde. Aber versteht, was ich meine. Ich sage es euch immer wieder. Welche Gedanken habt ihr in euch? Und die sind das, was ihr seid. Wenn die Welt ein schöner Ort ist, ein schönes Paradies, dann wird die das auch so sehen, so sprechen, so handeln, so leben. Weil das ist ein Paradies hier. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr habt die freie Entscheidung, den freien Willen, alles zu ermöglichen, was ihr wollt, ob es negativ oder positiv ist. Das ist die freie Entscheidung, die freie Wahl. Wenn das kein Paradies ist, dann sagt mir was anderes. Wenn das kein Paradies ist, dass du hier alles machen kannst, was du willst, natürlich in Maßen, ja, da gibt es jetzt schon Einschränkungen. Du kannst jetzt nicht irgendjemanden töten. Solche extreme Art und Weisen gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Aber es gibt natürlich immer noch das geistige Gefängnis. Die Manipulation halt eben. Im Geiste, im Kopf. Die Einbildungen. Ja? Das gibt's noch.
Schadet letztendlich niemanden, aber es begrenzt einen. Macht einen einseitig. Blockiert einen. Lässt einen nicht sofort weiterentwickeln. Und somit beende ich das jetzt. Und ich hoffe, es ist gut geworden. Ich denke schon. Klar und deutlich. Passt auf, was ihr denkt. Was ihr für Gedanken trägt, was ihr zulässt, was ihr vernehmt. Müsst ihr immer aufpassen. Wenn jemand negativ spricht, kann es sein, dass ihr diese Negativität in euch aufnimmt und ihr nimmt dann diesen Gedanken an, des anderen. Wenn ihr nicht aufpasst. Dann habt ihr einen Gedanken eingepflanzt bekommen, den ihr eigentlich gar nicht wolltet. Aber ihr wart nicht achtsam, nicht wachsam genug, das zu erkennen, dass derjenige euch nur suggerieren wollte, dass die Welt schlecht sei. Eine Matrix. Dass ihr programmiert seid. Ihr seid nicht programmiert. Ihr seid auch nicht, ich habe gesagt, ihr seid die Matrix. Matrix heißt nichts anderes, als die Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben, seines eigenes Universums. Ja. Ihr programmiert euch schon selber. Was heißt, ihr habt Gedanken, die ihr in Erfüllung bringt, die ihr in euch trägt. Ihr müsst nicht entgedankenisieren oder wie das heißt. Entprogrammieren. Das sind Maschinen. Wir sind keine Maschine, wir sind Menschen. Menschen haben Gedanken. Entweder man lässt sie los oder lässt sie zu. Ja. Ich weiß nicht, entgedankenisieren gibt's doch gar nicht, oder? Das heißt nur Gedanken loslassen, nicht entprogrammieren. Gedanken loslassen. Da steckt Freiheit drin. Entprogrammieren, da steckt Zwang drin. Du musst was erzwingen, was eigentlich nicht ist. Du musst was erzwingen, dich zwingen, einen Gedanken zu töten. Nicht loszulassen, sondern zu vernichten. Dich selber zu vernichten, versteht sich. Indem du was von dir rausreißt, fehlt ein Stück von dir, der Gesamtheit. Ja, es fehlt ein Stück der Gesamtheit, der Einheit, Freunde. Wenn ihr einen Gedanken einfach zerstört, nicht loslässt, reinigt, sondern zerstört, barrikadiert, einsperrt, somit sperrt ihr euch selber ein. Ihr begeht Selbstmord, indem ihr euch entprogrammiert, Freunde. Ihr begeht Selbstmord. Ihr reißt von euch Stücke ab, die zu euch gehören. Die also ins Reine gebracht werden müssen oder sollen, aber nicht zu trennen, nicht in Trennung zu bringen, nicht abzuschneiden. Es ist ein Teil von euch. Und wenn ihr sagt, es gehört nicht zu mir, dann fehlt euch ein Stück der Gesamtheit. Und ihr tötet euch selber, letztendlich. Ihr vernichtet euch selber. Ihr macht euch unglücklich. Ihr macht euch selber fertig, indem ihr euch entprogrammiert. Das ist das, was es heißt. Das heißt nicht, den Gedanken loszulassen. Es heißt, es abzuschneiden, es zu zerstören, es in Trennung zu bringen. Zu sagen, es gehört nicht zu mir. Alles ist in Verbindung. Und wenn du was trennst, dann trennst du dich selber von etwas, was zu dir gehört, nämlich du selber. Das solltet ihr wissen. Das solltet ihr echt wissen. Es ist Selbstmord. Entprogrammieren ist Selbstmord. Ist Selbstmord, Freunde. Im Geiste. In seiner gesamten Einheit. Euch fehlt was Wichtiges. Euch fehlt dann die Freiheit. Ihr begrenzt euch selber, ihr schränkt euch selber ein, ihr sperrt euch selber ein. Ziemlich hart, ich weiß. Aber ich denke, musste ich euch noch mitgeben. Mitgeben, ja. Nochmal. Gedanken loslassen. Ja. Aber nicht Gedanken trennen. Ja.
Nicht Gedanken vernichten, zu sagen, es gehört nicht zu mir. Verstehe mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass ich jetzt Negativität gutheiße, sondern ihr solltet verstehen, dass ihr das offen lässt. Freilässt, diesen Gedanken freilässt. Frei, ja? Nicht abschneiden. Es ist ein Teil von euch. Weil dieser Gedanke ist ein Teil von euch. Was ihr gedacht habt, es bleibt immer für euch. Die Frage ist, ob ihr es in Kontrolle macht oder nicht. Ob ihr diesen Gedanken weiter füttern wollt oder nicht. Weil gänzlich abschneiden könnt ihr das nicht. Weil dann vergisst ihr wieder was und macht denselben Fehler nochmal. Darum geht's. Ihr macht den Fehler nochmal, indem ihr diesen Gedanken vergisst, vernichtet, trennt. Dann passiert, dass ihr denselben Fehler, Learning by Doing, nochmal macht. Darum loslassen, freilassen. Ja? Frei in Verbindung, sehr schwach in Verbindung setzen, ja, total, aber nicht abtrennen, weil ihr vergisst dann was, da fehlt ein Stück. Und diesen Stück müsst ihr dann wieder füllen, müsst ihr wieder finden. Dann müsst ihr dieselbe Soße nochmal machen. Es ist wie, als würdet ihr euch selber löschen. Deleten. Euch selber entfernen. Die Festplatte schrotten. Die Festplatte komplett clean machen. Was heißt das? Dann müsst ihr halt wieder alles von vorne beginnen. Was heißt das im Klartext? Körper ablegen, nochmal inkarnieren, dieselbe Soße wieder machen. Wenn ihr schon zu alt geworden seid, also euer Körper das nicht mehr aushalten kann. Ja, es klingt, ihr müsst verstehen, was das für Konsequenzen hat, wenn man sich selber ausradiert, ja, sich selber löscht, entfernt, entprogrammiert, tötet ihr euch selber. Das ist Selbstmord. Man kann in diesem Leben alles noch erreichen. In jedem Moment. Wenn ihr es erkannt habt, hey, bam, ich vernichte mich ja selber. Ja? Ich will diesen Inkarnationsquatsch nicht schon wieder erleben. Ja, dann entfernt euch nicht selber. Trennt euch nicht selber. Vernichtet euch nicht selber. Entprogrammiert euch nicht selber. Bringen wir mal auf den Punkt, oder? Was es für Konsequenzen hat, Freunde. Ich habe keinen Bock, wiedergeboren zu werden. Nochmal die Soße zu machen. Weil der Körper hat nur eine begrenzte, sage ich mal so, Energie. Eine begrenzte Energie. Und wenn die aufgebraucht ist, indem ihr euch alles entfernt habt, alles entprogrammiert habt, weil der Körper nicht mehr genügend gespeicherte Energie produzieren kann, weil ihr ja von euch alles gelöscht habt, ja? Ihr habt alles entfernt. Ihr habt euch leer gemacht. Ja, was bleibt denn dem Körper anders übrig, wenn er nur noch auf Sparflamme lebt? Ihr müsst dann irgendwann den Körper verlassen. Und dann, Holdari, anderer Planet, nochmal diese Sache. Nochmal Baby, nochmal diese ganzen Entwicklungsquatsch wieder. Bis ihr begriffen habt, was ihr da eigentlich selber tut. Ich warne euch nur, ich gebe euch nur Hinweis. Als Bruder, als Freund. Ja? Besser als Bruder. Was es für Konsequenzen hat, Freunde. Das ist euch noch nicht ganz bewusst. Ja, ihr wisst, was diejenigen, die das hier anschauen, die wissen wahrscheinlich schon, was ich meine. Es klingt hart, es ist nicht hart. Aber ihr solltet es mal hinterfragen, mal durch den Kopf gehen lassen, was ihr da tut. Die ganze Matrix-Sache. Und wie gesagt, diesen Affenzirkus. Ihr wisst wahrscheinlich, wie ich meine, diesen Affenzirkus. Mit dem Programmieren, Matrix, Dämonen. Die vernichten sich selber. Na hart, Freunde. Das Ende ist, klingt bald erreicht, wenn es so weitergeht. Die töten sich selber. Die begehen Selbstmord, was sie da machen. Die begehen da Selbstmord. Das klingt sehr hart. Aber es ist das Normalste auf der Welt, wenn man sich entprogrammiert, wenn man sich von sich selber entfernt, sich von sich selber trennt von allem, sich abschneidet, alle Verbindungen abkappt. Ja, es ist klar, dass sie dann, was bleibt denn da übrig? Körper. Und der Körper hat eine begrenzte, wenn er keine
Verbindung mehr zur Quelle hat, wie soll sich der Körper sich denn erhalten? Dann musst du ihn ablegen. Der Körper bedankt sich nicht an euch. Er bedankt sich nicht, dass ihr das gemacht habt. Der ist nicht sehr erfreut. Und dann? Was heißt das? Nochmal. Hallo, Inkarnation, Wiedergeburt, wieder die ganze Sache wieder machen, weil ich nicht begriffen habe. Ja, ich sag's euch nur, ja. Was ihr daraus macht, das liegt an euch. Ich spreche zu euch als ein Bruder, weil ich nur darauf hinweisen, was es für Konsequenzen hat. Ich will halt nicht, dass ihr nochmal wiedergeboren seid. Nochmal diese ganze Sache machen. Das wünsche ich euch nicht. Weil ihr habt jetzt die Möglichkeit, euren Körper mitzunehmen. Geistig zu werden. Wirklich geistig zu werden. In allen Facetten. Versteht ihr? Aber ihr dürft euch nicht entfernen. Ihr dürft euch nicht löschen. Ihr dürft nicht in Trennung gehen. Ihr dürft die Verbindung nicht kappen. Ihr dürft nicht mehr vergessen. Ihr müsst alles in Verbindung bringen. In Einklang. Das zu Wort, Freunde. Der Joshua hat wieder mal gesprochen. Und von mir alles Liebe, ja. Findet den Weg zu euch selbst wieder. Bringt alles wieder in Verbindung, bringt alles wieder in Harmonie, in Einklang. Und dann sehen wir uns wieder im Paradies. Nicht wieder, wir sehen uns im Paradies. Nämlich hier. Ihr werdet sehen. Diejenigen, die hier bleiben, haben es begriffen. Diejenigen, die den Körper verlassen, die müssen das nochmal machen. Ich hab's gesagt. Aber jeder entscheidet selber. Ihr habt die freie Wahl. Den freien Willen. Was entscheidet man? Für was entscheidet man sich? Für die Ewigkeit oder für die Begrenztheit? Für die ewige Liebe oder für die bedingte Liebe? Begrenzung, Begrenzte. Entscheidet selber, welchen Gedanken ihr in euch tragen wollt. Und wenn ihr es wisst, wirklich wollt, dann seht ihr die Welt mit anderen Augen. Was wirklich ist. Ein wunderschöner Spielplatz im Paradies der Götter. Der Götter. Ja. Und wir spielen gemeinsam ein Spiel der Freude. Gemeinsam haben wir Spaß. Es ist das, was kommen wird. Und ich will euch unbedingt dabei haben. Unbedingt. Also vernichtet nicht euch selbst. Begeht keinen Selbstmord. Es tut weh, ja. Aber ich kann es nicht aufhalten. Das könnt nur ihr. Vernichtet nicht euch selbst. Entprogrammiert euch nicht. Bitte nicht. Weil sonst könnt ihr euch gleich die Kugel geben. Wenn ihr schnell haben wollt, wenn ihr nicht leiden wollt, gebt euch die Kugel. Ja. Kurz und schmerzlos, Freunde. Nee, es ist keine Ansage. Es ist nur eine Ausdrucksform. Weil wenn ihr diesen Weg der Begrenztheit geht, der Entprogrammierung, dann könnt ihr es auch schnell beenden. Ja. Aber ich denke, das wollt ihr nicht, deswegen leidet ihr erst. Ja. So lange, bis ihr es dann begriffen habt. Was die da tut. An wem ist es gerichtet? An denen, diejenigen,
die in dieser Soße noch fest drinsteckt. Und diejenigen, die so bewusst geworden sind, die erkennen, was ich sage. Und es vielleicht sogar weitergeben. Und diejenigen, die sie lieben. Ihr könnt immer einen Quantensprung machen, einen Quantenschritt, sage ich mal so. Man kann ja nichts überspringen. Aber einen Quantenschritt. Ja. Geht mit Gott und ihr seid Gott. Liebt und ihr werdet geliebt. Seid in Liebe. Und alles ist um euch herum Liebe. Wir müssen nur die Gedanken zulassen. Die Grenzenlosigkeit. Also dann, jetzt höre ich wirklich auf. Sind nur 30 Minuten, Freunde, ey. Ich liebe euch alle, ja. Das schaffen wir. Mit Freude. Das schaffen wir. Alles klar?